Willkommen zurück zu meinem Prince of Persia 3D Let's Play. Ja, im vorherigen Video habe ich es nicht geschafft, ja, genau diese Stelle hier zu springen, und ich habe mich ends aufgeregt über meine Maus und meine Tastatur. Jetzt bin ich wieder ein bisschen beruhigt und habe eine Lösung. Haha, wir tun einfach die Aktion springen, also die Alt-Links-Taste, in Y umändern. Ja, das habe ich schon eigentlich immer bei Splinter Cell gemacht. Und eigentlich, ja, hier wird Z angezeigt, aber das ist eigentlich bei mir Y, ja. Und, okay. Und ja, darauf hätte ich schon früher kommen können. Ja, jetzt können wir springen. Und mal schauen, ob das mit dem Anlauf auch klappt. Ja, es muss klappen. Ich fasse es nicht, wie einfach. Und ihr habt im vorherigen Video gesehen, wie ich mich aufgeregt habe wegen dem Dreck. Okay. Springen bleibt jetzt auf Y, ja. Ah, hier ist der Bogenschütze. Aha. So, hier stehen wir, und er hat seinen Bogen liegen lassen, der Trottel. Okay. Und der ist noch so dumm und fliegt runter. Zu schade, dass er das Bazaar verpasst hat. Das Bazaar? Keine Ahnung, was ein Bazaar ist, aber es ist wirklich schade, dass es verpasst hat. Bestimmt meint der Prinz wohl den Kampf oder so. Okay. Ja, wir haben Bogen, Schwert. Ja, die können wir hier auswählen. Mal gucken, wie es mit dem Bogen so ist. Ja, mit STRG zielt man. Eigentlich eine ganz gut nützliche Waffe, der Bogen, ja. Okay, aber jetzt stecken wir die Waffe mal wieder ein. Okay, ah, da ist ein Trank. Aber wir brauchen ihn nicht. Was haben wir hier auf der Seite? Mal gucken, ich springe das da. Oder nee, ist hier. Geht's hier runter? Nein, offensichtlich nicht. Okay, wie geht's jetzt runter? Ja, natürlich, wir müssen ins Wasser springen. Wow, wow, das hat sich hier aufgehängt. Eigentlich müssen wir jetzt sterben, aber egal. Das Wasser hat den Aufprall. Doch, irgendwie. Also, wir haben gar keinen Schaden genommen. Ja, sagen wir es so. Okay, da müssen wir jetzt mit dem Bogen auf diese Platte oder auf diesen Schild jetzt schießen. Speichern geht nicht, wenn man eine Waffe in der Hand hat. Ja, schießen. Und jetzt müsste die Brücke runterkommen. Ja, das nenne ich mal ein klasse Spiel. Okay, nehmen wir unser Schwert zur Sicherheit. Und ja, was gibt's hier? Oh, okay. Hier. Du bist doch der, der uns die Tür zugemacht hat. Wir rächen uns jetzt dafür. Oh Mann. Verdammt, hey. Okay, geschafft. Wir haben noch ein halbe Flasche. Das ist nicht gut. Okay, geschlossen. Okay, hier geht's weiter. Abspeichern. Okay, wir sehen ja schon die blutige Falle. Gibt es hier irgendwas? Nee. Puh, okay. Okay, was sehen wir hier? Ein Fettsack. Oh, das war so leise, ich habe nichts gehört. Wer soll in den Palast gebracht werden? Ist das jetzt die Prinzessin da oder irgend so ein Priester? Ich erkenne da nichts. Ich dachte immer, es wäre die Prinzessin. Hä? Hä? Wer kann das sein? Das ist doch nicht die Prinzessin. Hä? Oder etwa doch? Ja, die Tür ist schon zu. Und wir sehen die nicht mehr. Diesen Jahr war richtig flink. Ich weiß nicht, wer das war. Ich habe immer gedacht, das wäre jetzt der Bruder des Sultans mit der Prinzessin. Aber ich sehe ja jetzt, dass es eine Wache war. Keine Ahnung. Okay, die Wachen da oben für den Schalter. Kann ich sie hier treffen? Nein. Hier oben sieht man nichts. Okay.
geh mal runter. Ja, und das scheint wohl der einzige Weg zu sein, um weiterzukommen. Wow! Was war das, ey? Boah, das hat mich aber erschreckt. Die Falle habe ich ja ganz vergessen. Gucken wir uns mal die Dinger an. Okay, überall wo Stacheln sind, kommt... Oh, scheiße, Pfeil verschossen. Na, egal. Wow! Boah, das ist ja eine wirklich blutrünstige Falle. Was ist da hinter uns? Ja, nichts. Okay. Boah. Hoch, hoch, hoch. Springen. Okay. Falsche Seite. Hier geht's weiter. Oh, eine Wache. Ja, ich liebe die Kämpfe hier in diesem Spiel. Was ich gut finde, in dem allerneuesten Prince of Persia Teil, dieses mit der Comic-Grafik, da kämpft man auch nur immer, da gibt es immer auch nur 1 gegen 1 Kämpfe, was ja im Prince of Persia The Sands of Time Trilogie nicht der Fall ist. Da kämpft man gegen mehrere Gegner gleichzeitig und, naja, eigentlich in der Klassiker-Trilogie hat man immer gegen einen gekämpft, deswegen finde ich es so gut, dass es im neuesten Teil so berücksichtigt wurde. Ja, toll. Der hat jetzt einen Schalter gedrückt, welcher, das einstürzen ließ. Sehr realistisch. Okay, die Wache liegt hier. Und der Schalter? Okay, er liegt beim Schalter, aber wir haben ihn dort eigentlich nicht gekillt, aber auf der anderen Seite. Naja. Okay. Springen. Und jetzt wieder alles erkunden, wie immer. Oh, Pfeile, gut. Können wir immer wieder gut gebrauchen. Ja, aber ich würde jetzt mal echt gern wissen, warum das Feuer hier blau ist. Oh, scheiße, gestürzt. Oh nein, fuck, fuck. Boah, Glück gehabt. Okay, okay. Es geht aber bestimmt trotzdem tief runter. Ich will nicht mal sehen, wie. Okay, ah, endlich ein Trank. Jetzt haben wir eine und eine halbe Flasche. Ah, okay. Mit der Null-Taste kann man die Kamera schwenken. Ah, das merke ich jetzt. Toll. Naja, das wird schon nützlich sein. Okay. Sprung. Wow, wow. Okay, das war jetzt etwas unspektakulär. Also nicht gut von mir. Okay. Zurückschieben. Okay, und was gibt's hier? Ah, okay, da geht's oben weiter. Haha, wie praktisch das mit der Kamera ist. Okay, und das kann man hoffentlich schieben, oder? Ja. Das schieben wir jetzt mal schön dahin und dann springen wir hoch.